Hi, mein Name ist Tim Wickenroth von www.einstartzulehrer.de und ich begrüße dich zu dem Video Stockhaltung, 5 Dinge, die du vermeiden solltest. Los geht's! Ihr werdet euch bestimmt schon mit der Stockhaltung auseinandergesetzt haben. Aber seid ihr euch auch bewusst darüber, was man alles falsch machen kann? Ich möchte euch in diesem Video 5 Dinge zeigen, die ihr bei der Stockhaltung unbedingt vermeiden sollt. Aber warum ist eine gute Stockhaltung überhaupt so wichtig? Mit einer guten Stockhaltung könnt ihr entspannter spielen. Ihr könnt effizienter spielen. Ihr werdet mit einer höheren Geschwindigkeit spielen können. Ihr werdet präziser spielen können. Ihr werdet ein besseres Gefühl für den Rebound haben. Ihr werdet einen besseren Sound am Schlagzeug haben und ihr beugt Verletzungen vor. Lasst uns loslegen mit Fehler Nummer 1. Fehler Nummer 1, man greift den Stock zu feste. Achtet darauf, dass ihr den Stock wirklich nicht feste zupackt. Der Stock muss sich in der Hand bewegen können. Er muss Freiraum haben. Und hier, das ist definitiv zu fest. Ihr seht, ich kann hier gar nichts rücken. Optimalerweise hat der Stock eben Spielraum. Nicht feste zupacken. Dazu gehören vor allem auch der Ringfinger und der kleine Finger, aber auch die anderen Finger. Nicht so den Stick halten, dass da kein Spielraum für den Stick ist. Das hat nämlich nur Nachteile. Nachteil 1, ihr habt keinen Rebound. Aber ihr wollt den Rebound natürlich haben, um effizient spielen zu können, um locker spielen zu können, um schnell spielen zu können. Das heißt, wenn ihr zu feste packt, ist kein Rebound da. Ihr seht, dass der Stick dann, wenn ich mit dem Handgelenk unten bleibe, auch dort verharrt. Besser wäre es natürlich, den Spielraum zu lassen, dass der Stick zurückfedern kann. Jetzt habt ihr gesehen, dass der Stick von sich aus zurückfedert und eben nicht einfach steif in dem Handgelenk unten bleibt. Das Ganze hat natürlich dann auch zur Folge, dass ihr euren Sound verschlechtert, wenn ihr zu feste zupackt. Denn wir wollen eine offen klingende Trommel haben. Und wenn ihr zu feste zupackt, dann tötet ihr auch so ein bisschen den Ton ab. Und zwar damit meine ich auch den Eigenklang des Sticks. Ich mache es einmal vor. Wenn ihr den Stick fester haltet und ihr klickt das zusammen, und jetzt halte ich die Sticks locker und klickt sie zusammen, dann ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Nochmal feste und jetzt locker. Der Eigenklang der Sticks ist maßgeblich auch für euren gesamten Sound am Schlagzeug verantwortlich. Also, ihr habt gehört, lieber locker fassen, das klingt deutlich besser als zu feste zu fassen. Und außerdem, achtet darauf, wenn ihr feste zupackt, dann kann der Stick die Energie nicht rausgeben. Das heißt, die Energie des Sticks muss irgendwo anders hin. Und das ist dann meistens euer Unterarm und das birgt Verletzungsgefahr. Also, Fehler Nummer 1, auf keinen Fall den Stick zu feste halten, sondern möglichst so locker, dass er Spielraum in eurer Hand hat. Fehler Nummer 2, der Stock wird an der falschen Position gehalten. Damit meine ich entweder zu weit unten oder zu weit oben. Das Wichtige ist, dass ihr den Stock dort anfasst, wo er seinen besten Balancepunkt hat. Und da sind wir wieder wie bei Fehler Nummer 1. Wir brauchen doch einen Rebound. Und den Rebound habe ich eben nicht, wenn ich den Stick sehr weit hinten anfasse. Da merkt ihr, verhungert der Stick auf der Trommel. Das gleiche Problem habe ich, wenn ich den Stick zu weit vorne anfasse.
Da habe ich je nachdem, wie weit vorne ich anfasse, überhaupt keinen Rebound, beziehungsweise geht der mir sogar nach hinten weg. Das bedeutet, sucht den besten Balancepunkt für euren Stick. Das ist meistens dort, wo das untere Drittel und das mittlere Drittel sich treffen. Und das könnt ihr herausfinden, indem ihr den Stick auf euren Mittelfinger beispielsweise ablegt und dann einfach mal schaut, wo der Stick am besten hüpft. Ganz wichtig also, Fehler Nummer 2 vermeiden, den Stick zu weit oben oder zu weit unten anfassen, damit ihr einen guten Rebound bekommt. Fehler Nummer 3, der Zeigefinger liegt auf dem Stock. Hier haben wir wieder das gleiche Problem wie bei Fehler Nummer 1 und bei Fehler Nummer 2. Ein Zeigefinger auf dem Stock bedeutet, dass ihr keinen Rebound haben werdet, weil ihr Gewicht auf den Stock legt. Ihr seht also, ihr habt gar keinen Rebound und noch schlimmer sogar, der Stick bleibt auf der Trommel liegen. Und das verändert natürlich auch den Sound. Ich mache es mal auf einem Tom vor, da kann man das noch viel deutlicher hören. Das war mit dem Zeigefinger auf dem Stick und jetzt das gleiche Tom ohne den Zeigefinger oben drauf. Das heißt, ich lasse den Stick zurückkommen. Und jetzt mache ich das mal im Wechsel, einmal mit dem Zeigefinger oben drauf und einmal ohne, da hat man den A-B-Vergleich direkt hintereinander. Also unbedingt vermeiden, den Zeigefinger auf den Stick zu legen. Außerdem haben wir auch wieder das Problem, dass die Energie nicht aus dem Stick raus kann und wie gesagt im schlimmsten Fall in den Unterarm wandert. Achtung, Verletzungsgefahr. Fehler Nummer 4. Der Daumen ist nicht am Stick. Wenn ihr den Stick so haltet, dass der Daumen nicht am Stick ist, dann müsst ihr ja mit eurem Zeige-, Mittel-, kleinem Finger und Ringfinger den Stick halten, was meistens wieder dafür sorgt, dass ihr den Stick zu feste haltet. Da haben wir jetzt schon bei den anderen Fehlern auch drüber gesprochen. Das hat natürlich nur Nachteile. Und das nächste ist, ihr könnt auch so überhaupt keine Fingertechnik mehr einsetzen, weil die Finger ja den Stick halten. Also, ich meine, alle Finger außer den Daumen. Das heißt, eine gute Stockhaltung hat immer den Daumen am Stick dran. Idealerweise empfehle ich Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Die haben Kontaktpunkte zu dem Stick. Damit wird der Stick mehr oder weniger gehalten, also ist es nicht wirklich halten, sondern die Kontaktpunkte halten den Stick dort, wo er ist. Und der Ringfinger und der kleine Finger, die sind locker dran. Und denkt dran, ihr müsst immer Spiel haben, sodass der Stick auch einen Rebound hat. Also Fehler Nummer 4 vermeiden, der Daumen ist nicht am Stick. Fehler Nummer 5. Die Finger sind nicht am Stick. Damit meine ich natürlich nicht alle Finger, sondern vor allem den Mittelfinger, den Ringfinger und den kleinen Finger. Das heißt, nicht so eine Haltung an den Tag legen, dass ihr die Finger abspreizt, denn das hat zur Folge, dass ihr sehr wenig Kontrolle über den Stick haltet. Denn die Finger und vor allem auch der Mittelfinger, die unterstützen ja, Daumen und Zeigefinger bei der Haltung. Und wenn ihr dann die Finger so abspreizt, dann geht euch eben eine Menge dieser Unterstützung verloren. Das bedeutet, der Stick wird so gehalten, dass die Finger den Stick so mehr oder weniger umschließen, ohne feste zuzupacken. Es muss, wie gesagt, locker bleiben. Also vermeidet Fehler Nummer 5, die Finger
nicht am Stick zu haben. Das waren die 5 Fehler, die man bei der Stockhaltung unbedingt vermeiden sollte. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es bringt dich weiter. Schreib doch in die Kommentare von diesem Video deine Erfahrungen. Vielleicht habe ich auch einen Fehler übersehen. Das würde ich natürlich auch gerne wissen. Also ab mit allen Sachen in die Kommentare, die ich euch so auf dem Herzen liegen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da und ich freue mich natürlich auch über ein Abonnement. Ihr findet mich übrigens auch auf Facebook und Instagram. Alle Links gibt es in der Beschreibung zu diesem Video. Und jetzt sage ich einfach viel Erfolg bei der Stockhaltung. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut, euer Timo. Ciao.